Pinsel auch Zimt mit beischreiben können. Allerdings, die bleibt bei mir. Ich habe noch nie in meinem Leben Linsensuppe gegessen. Mallow! Ich liebe Mohn! Der Grund wird, warum jetzt ein anderer Mal bekannt gegeben. Von Kamel. Kamel. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ich bin wieder spät dran. Es war ein turbulenter Monat. Wir hatten Herbstferien. Meine Schwiegermutter war eine Woche da gewesen. Da war das mit den Filmen so ein bisschen schwierig gewesen, aber die Boxen sind ja trotzdem angekommen. Und auch wenn es wieder später wird diesen Monat, kann ich es nicht ändern. Ich bemühe mich, demnächst früher zu sein. Aber wenn halt, das wisst ihr selber, wenn es mal turbulent wird, wenn mal krank, wenn was ansteht, dann geht das nicht immer alles sofort. Aber ihr bekommt es ja trotzdem zu sehen. Und zwar habe ich die... Oh, die Seite sieht schöner aus. Seht ihr? Die Degusta-Box ist wieder da und sie steht schon ziemlich lange wieder bei mir. Und ich hätte sie schon gerne früher aufgemacht, aber hat wieder sollen nicht sein. Deswegen machen wir das jetzt. Und natürlich, also mache ich das natürlich jetzt mit euch zusammen. Und wir labern auch gar nicht lange. Wir legen sofort los. Also müssen wir ja noch länger warten und das geht ja so langsam mal gar nicht. Oh, ich stelle die wieder hier rüber. Geht das? Ja. So, ich mache die wieder auf. Die ist wieder gut versiegelt. Oh, jetzt fällt mein Mikrofon gleich runter. Das Siegel ist geöffnet. So. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir haben wieder reichlich Werbung. Oh, aber wirklich reichlich Werbung. Mein Gott, diesmal unsere Spoilerkarte ziemlich groß. Ich sage euch natürlich die Preise wieder, wie jedes Mal. Was ist hier passiert? Degusta hat es echt gut gemeint. Wir haben drei, seht ihr das? Drei Blumenboxen. Ihr könnt Blumenboxen bestellen. Je nur 15 Euro. Falls ihr Interesse habt, ihr könnt den Code gerne verwenden. Seht ihr den Code? Der Code ist Degusta2. Und so funktioniert das. Ihr könnt das ja gerne auf Pause machen. Dann könnt ihr euch das alles abfotografieren oder ablesen, wie ihr das gerne möchtet. Und falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch Blumen bestellen. So, das ist wahrscheinlich ein Produkt, was da drin ist. Das ist wahrscheinlich auch Werbung von einem Produkt. Und hier ist natürlich, ja, der Adventskalender. Ich habe ihn leider immer noch nicht bestellt. Ich glaube, es wird auch dieses Jahr nichts. Er ist immer noch für 33,99 €. Der Gesamtwert, der in dem Kalender sich befinden soll, soll um die 50 €. 50, weniger als 50, mehr als 50, so um die 50 € Wert habt ihr in diesem Kalender drin und bezahlt nur 33,99 €, und falls nicht mehr, dann 39,99 €. Also bei Degusta seid ihr immer über dem Wert, den ihr eigentlich für die Sachen bezahlt. So, und jetzt machen wir weiter, beziehungsweise jetzt starten wir. Ich hole mal das erste raus. Und wir haben von Leicht und Cross ein Rustika-Weizen-Hafer-Knäckebrot. Knäckebrot geht immer. Knäckebrot ist lecker. Auf jeden Fall. Die habe ich mir sonst auch immer geholt. Allerdings halt nicht diese Rustika, sondern diese ganz normalen Roggen, glaube ich, sind das. Die essen bei uns alle, sind super lecker eigentlich. Und die kosten... 1,29 €. Und natürlich gäbe es da noch eine andere. Und zwar die Dreikorn. Genau, das Dreikorn, und wir haben Weizenhafer. Ist nicht schlimm, ist in Ordnung. Stelle ich mal hier vor, dann sehe ich das andere gleich nicht mehr so. Gucken wir mal weiter. Die ist echt mega gut gefüllt, diesmal muss ich sagen. Hier haben wir von Oelz, dem Meisterbäcker, einen, seht ihr, einen Nussstrudel. Lecker, lecker, lecker. Und der Nussstrudel kostet
2,29 Euro und es hätte auch einen Mohnstrudel geben können. Mano, ich liebe Mohn. Warum habe ich keinen Mohnstrudel bekommen? Na gut, dann halt mit Nuss. Es sind, glaube ich, verschiedene Nüsse drin. Haselnuss, Walnuss. Auf jeden Fall, Nussig schmeckt bestimmt auch, aber trotz alledem liebe ich Mohn. Ich liebe Mohnstrudel, ich liebe Mohnstriezel. Ich liebe, also Kuchen mit Mohn, lecker. Ne? Damit ihr Bescheid wisst. Soweit wisst ihr dann schon mal. Und dann gucken wir mal weiter. Ist echt viel drin diesmal. Wahnsinn. Hier haben wir von Maggi. Von Maggi, und das ist neu. Und das ist von diesen Asia-Sachen. Wie zeige ich euch das am besten so? Seht ihr das? Mit Peanut Salt Taste mit Erdnusssoße. Oh, das ist ja cool. Ich habe schon mal was bestellt. Das heißt nicht bestellt. Es gibt so eine bekannte Firma, die möchte ich jetzt hier nicht nennen. Die kommt auch nach Hause. Und da gab es mal eine Pfanne, auch eine chinesische Nudelpfanne mit Erdnusssoße und auch Erdnüssen drin. Die war mega lecker. Leute, mega lecker. Das Ganze kostet von Maggi 1,19 Euro. Ist klar, ich kaufe diese 5-Minuten-Terrinen öfters mal. Allerdings, wenn sie im Angebot sind, weil dann kosten sie nämlich unter 1 Euro. Und gut, diese Asia-Sachen haben wir jetzt noch nicht so gekauft, aber die normalen. Und die sind eigentlich ganz lecker. So für zwischendurch mal, wenn es schnell gehen muss oder für meinen Mann für die Arbeit, geht immer. Allerdings, die bleibt bei mir. Die muss ich probieren. Erdnusssoße, genial. Genial, genauso wie Erdnussbutter. Genial ist. Aber Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Gut, machen wir weiter. Oh, cool. Von M.Eukal ein immunstark fruchtige Kräuterdrops mit Vitamin C und D3 und Zink. Interessant. Oh. Ups. Seht ihr das? Das ist ja cool. Mit ätherischem, oh mein Gott, lesen ist heute wieder ganz gut. Mit ätherischen Ölen, mit Vitamin C und D3 und Zink, perfekt für unterwegs. Die Vitamin C und D3 sowie Zink tragen zur gesunden Funktion des Immunsystems bei. Diese Wirkung wird bereits mit einer Portion, in Klammern 12 Stück, der fruchtigen Kräuterdrops in den Sorten Orange Salbei, Kirsche Thymian oder Johannisbeer Spitzwegerich erzielt. Kein Plan, was Spitzwegerich ist, habe ich noch nie gehört. Kostet 1,95 Euro. Und habe ich so noch nicht gesehen. Aber klingt interessant. Ich bin gespannt, wie das schmeckt, dieses Doppelte, dieses Orange Salbei oder Kirschthymian. Oder Spitzwegerich, ich weiß gar nicht, was Spitzwegerich ist und ich weiß noch nicht, wie es schmeckt. Aber wir probieren es. Wir probieren es. Wenn es unser Immunsystem hilft, dann wird es wohl gut sein. So, jetzt haben wir von Dr. Oetker ein Dekor-Kreation, ein Pastellmix. So könnt ihr... hallo? Ah, geht doch. Können wir Weihnachtskekse dekorieren. Das ist ja cool. Kostet 1,79 Euro. Und man hätte auch noch abgestimmte Grüntöne. Okay, Grüntöne so für Weihnachten auch nicht schlecht. Aber Pastellmix ist eigentlich auch ganz toll. Ist ein bisschen bunt, doch gefällt mir. Können wir Kekse mit platzieren? Werden wir auch definitiv mit Sicherheit machen. So, gucken wir weiter. Okay. Was ist das schon wieder? Linsen. Dampfgegart. Ohne Salz und Zuckerzusatz. Bist du beschädigt? Nee, ist doch nicht. Ich habe erst gedacht, die ist beschädigt. Seht ihr das? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie in meinem Leben Linsensuppe gegessen. Ich will jetzt nicht sagen, bin auch ehrlich, ich traue mich gar nicht, die zu essen. Würde es aber definitiv mal probieren.
Und diese Linsen kosten 1,19 Euro. Was steht dazu? Für klassische Eintöpfe, leckere Salate oder vegetarische Bolognese. Ja, wir schauen mal, ne? Was wir daraus zaubern. Irgendwas wird mit Sicherheit gemacht, weil wegschmeißen ist ja, wie gesagt, ist ja zu schade. So. Gucken wir weiter. Golden Milk. Okay. Ideal für Heißgetränke, Milchshakes, Kuchen and more. Mit Kurkuma, Ingwer und more. 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 Für mich sieht more nach Zimt aus. Nein, more ist wahrscheinlich nur mit drei draufgeschrieben, heißt ja mehr. Hätten sie auch Zimt mit beischreiben können. Ey, ganz ehrlich mal. Weil so viel Moor ist da gar nicht mehr drin. Kostet 1,79 Euro. Eine jahrtausendalte indische Tradition setzt die heimische Küche genussvoll in Szene. Golden Milk, die wohltuende Gewürzmischung von Kotani mit Kurkuma und Ingwer. Und wie soll das Ganze funktionieren? Meine Nase juckt. Gibt heute noch einen drauf. Ich hoffe nicht. Zubereitung. Milch erwärmen. Golden Milk sowie Honig hinzufügen. So lange kochen lassen, bis sich der Honig sowie die Gewürzmischung aufgelöst haben. Golden Milk noch warm oder auch kalt genießen. Naja, ist noch bis 2024 haltbar. Bis dahin habe ich es bestimmt probiert. Bin dann noch so ein bisschen skeptisch, obwohl Kurkuma und Ingwer ja eigentlich gut sein sollen. Ne? Und diese Golden Milk kursierte ja auch eine Zeit lang im Internet. Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, was haben wir hier? Ja gut, das kennt ja wahrscheinlich jeder und ich glaube, das hatten wir auch schon mal drin gehabt. Den Seelenwärmer, Familiencreme-Pudding, genau. Der Seelenwärmer kostet 99 Cent. Gut, ist Vanille, hätte auch, gibt auch keine andere Sorte, es hätte nur, dieser Fokus, nur Vanille drin sein können. Ja, drin sein können. Also, wie gesagt, kennt ihr ja mit Sicherheit alle. Steht zwar neu drauf, aber kennt ihr. Kennt ihr, kennt ihr. So, was haben wir noch? Oh, wie süß, Salted Caramel. Da taucht dieses Salted Caramel wieder auf. Bin ich gar nicht so ein, von Caramel, Caramel. Also heute ist wirklich der Wurm drin. Also Caramel, liebe ich. Abgöttisch, aber Salted Caramel ist nicht so ganz mein Ding. Und dann noch mit Popcorn-Flavor. Habt ihr das schon mal gesehen, ihr Lieben? Interessant, interessant, interessant. Aber schade, dass das nur ein so ein Riegelchen ist. Für 80 Cent. Gut. Zum Probieren reicht es wahrscheinlich erstmal, weil wer weiß, ob einem der schmeckt oder nicht. Ja, ne, lassen wir uns überraschen. Wird vernascht. Wir vernaschen alles. Bei uns bleibt nichts liegen. So. Wir haben eine Schweizer Schokolade. Und ihr wisst mit Sicherheit auch, dass die Schweizer, was Schokolade angeht, eigentlich ziemlich gut sind. Und wir haben eine Crunchy Nut, also eine Nussschokolade. Für 2,99 Euro, wir hätten auch Crunchy Almond haben können, also mit Mandeln. Da bin ich doch eher lieber der Nuss-Fan und muss gestehen, die wird bei uns nicht alt, weil mein Sohn fährt voll auf Nussschokolade ab, meine Mutter fährt voll auf Nussschokolade ab, ich esse gerne Nussschokolade. Wir essen eigentlich alle gerne Nussschokolade. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon aufgeteilt. Na, auf jeden Fall toll, tolles Produkt. So, die eine Seite ist leer. Dann nehmen wir jetzt mal die Mitte
und in der Mitte haben wir Pringles. Pringles, Tortilla in Paprika Mexican. Oh, cool. Upsala, das war die Schere. Das war die Schere, das. Oh, die Pringles sind sogar Produkt des Monats und kosten 2,59 €. Das wissen wir ja eigentlich, dass die Pringles nicht gerade günstig sind. Wir kaufen sie meistens, wenn sie im Angebot sind. Und es hätten auch entweder sein können El Nacho Cheese, Fire Chili oder Paprika Mexican. Oh, Nacho Cheese hätte ich auch gerne gehabt, finde ich auch ganz toll. Aber Paprika geht eigentlich hier besser in der Familie und das ist auch nicht scharf und nicht scharf ist gut, weil scharf isst hier keiner. So, obwohl, keiner kann man nicht sagen, ich probiere es, aber auf einem gewissen Grad, da kann ich dann vielleicht nur ein, zwei Chip essen und dann ist vorbei, auf ins Lecker schmecken in dem Moment. Aber zu scharf geht bei mir auch nicht, bei meinem Mann schon mal gar nicht, das schlägt dem sofort auf den Magen. Deshalb Paprika, nichts verkehrt mitgemacht. Alles super. Weiter geht's. Wir haben... Aha. Ich glaube, das kriegt mein Mann. Das hat nämlich... Umdrehung, ne? Das ist ein Köstritzer Kirsch. Saftiger Schwarzbiermix. Seht ihr das? Obwohl Kirsch hier eigentlich ganz toll ist, aber ich momentan... kein Alkohol trinke oder auch kein Alkohol trinken darf. Der Grund wird, warum, wird ein andermal bekannt gegeben. Nicht jetzt. Auf jeden Fall trinke ich zurzeit kein Alkohol und es hat 2,8%. Also wird sich mein Mann freuen, der kann sich das kalt stellen und jetzt irgendwann am Wochenende oder was. Bei bestimmter Situation wird er das genießen, das weiß ich. Und da freut er sich mit Sicherheit drauf. So, und jetzt haben wir noch... Ach so, ich habe euch gar nicht gesagt, was das kostet, ne? Das kostet 99 Cent. 99 Cent. So, und jetzt haben wir noch ein Teil. Mega. Linolada-Duo. Eine Haselnuss-Milchcreme. Ist das nicht cool? Guck mal, wie das unten aussieht. Oh. Cool, ne? Ah, die ist auch noch lange haltbar. Wir haben aktuell die Ovomaltine offen, deswegen wird das dann erst geöffnet, wenn das offene Glas leer ist, wird das bei uns gehandhabt. Das sieht ja schon echt geil aus, ne? So eine zweigeteilte habe ich noch nie gehabt. Ich bin gespannt. Das Ganze kostet 1,99 €, wenn ihr es nachkaufen wollt. Wobei ich gar nicht weiß, wo man es nachkaufen kann. Weil ich habe es so eigentlich noch nie gesehen. Auf jeden Fall cool. So, wird bestimmt schmecken. Das war die Box. Wir haben diesen Monat alle Sachen drin gehabt. Da freue ich mich. Weil letzten Monat haben uns ja, glaube ich, zwei Artikel gefehlt. Und davor hatten wir ein abgelaufenes Brot drin gehabt. Ja. Also wir hatten schon Pech gehabt eine Zeit lang. Aber diesen Monat haben wir alles drin. Und hier ist dann noch, genau, hier stehen noch ein paar Infos, hier steht noch was über Halloween, hier steht noch ein Rezept, ist noch nicht mal ein Rezept, ist nur ein Bild, ach doch, hier unten ist ein Rezept, ein Donut-Rezept, wo man diese Dekostreusel mit verwenden kann und von dieser Linolada gibt es, also hier in der Box hätte es das nicht gegeben. Da war nur diese eine Variation, nein, nur dieses eine halt da. Es gibt sie aber in drei verschiedenen. Seht ihr? Einmal in Milch Premium, dann dieses Duo, was wir haben und dann in Gold. Gold Haselnüsse. Das ist neu. Steht zumindest hier drauf. Ja, coole Sache. Na? So, das war dann die Degusta-Box. Stopp, halt.
Den Gesamtbetrag der Box blende ich euch natürlich hier ein. Jetzt fehlt natürlich für diese Monate noch die Vernasche die Weltbox, die ist natürlich auch da. Das Video kommt dann bestimmt dann jetzt auch bald. Und ich weiß, ich hatte gesagt, dass ich was in Planung hatte, wo viele YouTuber eigentlich schon im September mit angefangen haben, aber ich absolut keine Zeit gefunden habe durch Krankheit, durch turbulenten Monat und, da überhaupt was zu starten. Wird auf jeden Fall nachgeholt, kommt noch, ihr könnt euch freuen. Es hat was damit zu tun, mit das, was demnächst kommt oder was demnächst ansteht. Ich weiß nicht, was ihr euch jetzt denkt, was demnächst ansteht. Es fängt mit W an. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Ich hoffe, dass ich das jetzt schnellstmöglich alles hinkriege, dass so viele Videos, wie es geht, online kommen. Und dann sage ich jetzt erstmal, war es das für dieses Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen, über ein kostenloses Abo auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!